Mann, also hätte ich mir damals mein Kreuzband nicht gerissen, würde ich da glaube ich auch mitspielen. Als ob es daran gelegen hätte, ja. Klar. Ja, nee, aber ernsthaft, ich glaube, ich hätte schon packen können mit dem Profi-Fußball. Anni, ich glaube, es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Ich glaube, du bist ganz happy mit deinem Leben und ich vermute, so eine Fußballkarriere ist gar nicht so schön, wie man es sich vorstellt vielleicht. Aber dafür hätte ich halt ausgesorgt, wenn ich Profifußballer geworden wäre, weißt du? Magst du auf der einen Seite echt recht haben, aber ich glaube, das hat viele Höhen und Tiefen in der Karriere. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen. Vor allem musst du mal überlegen, dass das bis deine Karriere, also die geht ja nur bis Mitte 30, und bis dahin musst du ausgesorgt haben. Wäre ja an sich eigentlich eine ganz interessante Idee, darüber einen Podcast zu machen, oder? Aber denkst du, dafür kennst du genügend Leute? Ich glaube, da fällt mir der ein oder andere dafür ein. Hi Leute, ich bin Basti, euer Host für den Podcast Profiteur von der Grasnarbe bis in die Stadien. Und wenn ihr genauso Bock habt wie ich, dann schaltet ein. Wir versuchen jede Woche eine neue Folge mit spannenden Gästen und interessanten Insights über deren Karriere euch ja, näher zu bringen, möchte ich mal sagen. Und da haben wir auch schon wirklich, wirklich sehr interessante Gäste dafür gewinnen können, wie beispielsweise Knut Kircher, der DFB-Schiedsrichter, KSC-Legende Epsi Karl, Spielerberater Tommy Gentner und viele, viele mehr. Deshalb schaltet jede Woche ein, abonniert unseren Kanal auf Instagram und dann sehen wir uns dann. Ich freue mich auf euch.